Hallo, hallo, Kochen mit Andrea. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich wollte heute mal einen Tomatensalat machen. Das ist ein ganz einfacher und ganz schneller. Aber ich denke, gerade wenn es jetzt so warm ist, kann man Salate ja auch zum Mittag oder zwischendurch mal ganz gut essen. Ich habe schon eine Knoblauchzehe und eine rote Zwiebel 5 Sekunden auf Stufe 5 im Thermomix zerkleinert und hier reingetan. Und jetzt machen wir weiter. Jetzt kommt Tomaten dazu, 1 Kilo habe ich geschnitten. So, in so kleinere Würfel habe ich die reingetan. Ihr könnt die auch in Scheiben schneiden, so wie ihr so mögt. Ich mache es immer so. Und jetzt kommt 250 Gramm Feta-Käse dazu. Habe ich auch in Würfel geschnitten. Guckt. So. Und jetzt werden sich viele nachher wieder aufregen, aber für den Salat nehme ich auch mal Fertigkräuter aus dem Paket. Zwei so Tütchen packe ich da rein. Das ist ja auch mal was für die schnelle Küche. Mir kann keiner sagen, dass alle immer alles hundertprozentig frisch anrichten. So, und dann tue ich einen ganz kleinen Schluck kaltes Wasser da rein. So, mehr, das reicht schon. Vielleicht so 50 Milliliter, sage ich mal. Und Olivenöl 20. So. Und jetzt hole ich mir ein Löffelchen. Und dann wird es schön verrührt. Dann geht es noch mal für eine halbe Stunde schön in den Kühlschrank. Und dann werden wir uns das dann halt Mittagessen schmecken lassen. Wie gesagt, also den essen wir zurzeit bei dem heißen Wetter ganz gern. Und ja, vielleicht war das ja mal ein super schnelles Rezept für euch. Wie gesagt, man muss auch mal ziemlich schnelle, bei dem warmen Wetter, Rezepte haben, finde ich jedenfalls. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ja ein Däumchen nach oben geben oder vielleicht auch ein kostenloses Abo, wenn es euch gefallen hat. Und Glocke aktivieren, dann verpasst ihr kein Video von mir. Und ich richte es nochmal an, auf einem kleinen Tellerchen so ein bisschen. Und dann hören wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann, eure Andrea. Ciao.